Ich studiere Sportmanagement, weil ich damit die Möglichkeit habe, meine persönliche Leidenschaft für den Sport mit meinem angestrebten Berufswunsch zu vereinen. Ich wollte nie nur reine Sportwissenschaften studieren und ich wollte auch nie reine Wirtschaftswissenschaften studieren. Deswegen war die Kombination immer die optimale Lösung. Ich habe mich über das Studienangebot der Uni Leipzig im Internet informiert, speziell natürlich über das Angebot der Sportfakultät. Ich habe mich übrigens auch als Gasthörer einfach in Vorlesungen mit reingesetzt, um mal so einen Einblick zu bekommen, okay, was hört man da eigentlich überhaupt? Und habe 2009 dann die Eignungsprüfung abgelegt, die auch essentiell ist. Ihr benötigt die Eignungsprüfung, um euch für das Sportmanagement-Studium zu bewerben. Und mich auch im selben Jahr dann für das Studium beworben, wurde angenommen und habe im Wintersemester 2009, 2010 mit Sportmanagement dann begonnen. Man sollte ein paar Voraussetzungen mitbringen. Zum einen ist natürlich eine gewisse Grundsportlichkeit angebracht. Also im Bachelor haben wir viele Sportpraxismodule. Man muss alle Kurse mit einer Prüfung auch ablegen. Von daher sollte man dem nicht ganz abgeneigt sein. Grundsätzlich sollte man auch am Sport an sich interessiert sein. Wir betrachten den Sport aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Sportsoziologie, Finanzierung im Sport, Sportmedizin. Von daher sollte man darin interessiert sein. Und natürlich ist es ein Wirtschaftsstudium, also auch Rechnungswesen und Besteuerung wird einen erwarten. Von daher ein Interesse daran sollte auch vorhanden sein. Mein erster Eindruck war rundum sehr positiv. Man war natürlich am Anfang mit vielen Sachen überfordert, aber glücklicherweise auch nicht alleine. Das Schöne ist, am Sportcampus hat man halt überall die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Also sei es in Vorlesungen und Übungen, sei es im Hochschulsport oder halt in den Praxiskursen. Jeder hat immer ein offenes Ohr für dich und das macht es am Anfang relativ einfach. Und die Vielfalt hat mich am Anfang auch schon sehr beeindruckt. Also es ist einfach sehr erfrischend, wenn man zwischen den Vorlesungen immer Sportkurse hat. Und das war am Anfang einfach schön. Es gab so einiges, was ich nicht erwartet hätte. Trotz dass es ein Wirtschaftsstudium ist, sollte man sich dessen bewusst sein, dass der Fokus in Leipzig auch sehr auf der Sportpraxis liegt. Also man muss auch als Sportmanager viele Praxismodule belegen und auch dort Prüfungen ablegen. Und um Schwimmen, Turnen und Leichtathletik kommt man also nicht drum herum. Aber man hat immer die Möglichkeit, das Ganze auch mit einer theoretischen Prüfung wieder auszugleichen. Grundsätzlich auch die Sportmodule, dass man da sich so intensiv mit beschäftigt, war mir am Anfang gar nicht so klar. Also Sportmedizin, Trainingswissenschaften und Biomechanik, das behandelt man alles sehr intensiv. Und natürlich auch die Wirtschaftsmodule. Aber das merkt man an einem Studium, um was es eigentlich geht. Ich mag besonders am Sportmanagementstudium das familiäre Umfeld. Die Sportfakultät ist einfach, das Umfeld ist toll. Man fühlt sich immer sehr wohl, wenn man dorthin geht. Und die Vielfalt des Studiums. Also man hat die Möglichkeit, in so viele verschiedene Sportarten Einblick zu bekommen und auch dieses Konstrukt Sport aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und das macht es unheimlich interessant. Es wird nie langweilig. Man ist total breit gefächert. Und das ist das, was ich so sehr mag an dem Studium. Es gibt typisch falsche Vorstellungen vom Sportmanagement-Studium. Eine ist diese Grundvorstellung, wir studieren Sport. Das ist so nicht richtig. Wir studieren nicht nur Sport. Wir sind keine Sportwissenschaftler. Und man sollte sich bewusst sein, dass man als Sportmanager später nicht in einem Fitnessstudio arbeitet. Wir sind keine Trainer, sondern, und auch keine Übungsleiter, sondern wir arbeiten in Management-Ebenen. Sei es in der Sportartikelindustrie, sei es in einer Eventagentur oder in Vereinen und Verbänden. Aber man ist später kein Übungsleiter, sondern man arbeitet in Management-Positionen. Ich würde euch einige Ratschläge mit auf den Weg geben. Zum einen, studieren heißt nicht nur in der Vorlesung sitzen, sondern studieren heißt auch nach links und rechts zu schauen. Ihr habt an der Sportfakultät so viele Möglichkeiten, euch selber zu verwirklichen, das seien es Projekte oder Praktika. Das Angebot ist vielfältig und man sollte es auch wahrnehmen. Nutzt ein Auslandssemester, also schaut nach links und rechts, baut euch eine Infrastruktur und ein Netz auf, das ist im Sport ganz wichtig. Und verzweifelt nicht, wenn ihr mal eine Sportart nicht gut könnt. Noch niemand ist durchgefallen, weil er vielleicht nicht turnen konnte. Man kann alles immer mit einer theoretischen Prüfung ausgleichen. Von daher einfach auf sich zukommen lassen. Was ich nach dem Sportmanagement-Studium machen möchte, stand für mich schon relativ lang oder schnell fest, weil ich ins Eventmanagement möchte. Events sind meine große Leidenschaft. Vielleicht später mal große Events wie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele organisieren, das wäre mein Traum und darauf arbeite ich auch hin. Also, genau.